Ich freue mich total, dass wir zwei Menschen aus unserem Team heute dabei haben. Birke Siebenbürger ist Sozialpädagogin und leitet den Fachbereich Kinder und Jugendliche. Sie ist schon seit 10 Jahren bei Refugio München, also schon wirklich sehr gestanden und hat einen guten Überblick zur Arbeit von Refugio München. Hallo Birke, schön, dass du da bist. Hallo. Und ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und dann haben wir den Guido Terlinden. Der ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie und ist seit Oktober 2019 bei Refugio. Hallo Guido. Hallo, guten Abend zusammen. Vielen Dank, Paul, für die Begrüßung. Die beiden, also Guido und Birke, ich werde du sagen, weil wir ja uns schon häufiger begegnet sind natürlich. Die beiden arbeiten sehr eng zusammen, betreuen Kinder und auch Eltern dieser Kinder und stimmen sich sehr genau ab. Wie das genau abläuft, wie die Arbeit so aussieht, das möchte ich jetzt in den nächsten, ja, sage ich mal, ungefähr 30 Minuten herausfinden. Jetzt würde ich erstmal gerne die Birke fragen, Birke Siebenbürger. Du bist vor 10 Jahren zu Refugio München gekommen als Sozialpädagogin. Ja, wie hast du den Weg zu Refugio gefunden, Birke? Also mein Interesse an anderen Ländern und Kulturen hat, glaube ich, schon in meiner Kindheit angefangen. Ich muss nämlich verraten, dass ich tatsächlich 4 Jahre in Malawi gelebt habe, so im Grundschulalter. Meine Eltern waren da als Ärzte im Krankenhaus und es war ein sehr armes Land, es war auch eine Diktatur. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Genau, ich habe dann soziale Arbeit studiert und habe dann das erste Mal so ein Praxissemester gemacht mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und habe gedacht, ja, der Bereich Migration und Flucht interessiert mich sehr. Ich war dann auch selber im Ausland unterwegs, in Russland. Ich habe dann noch einen Master gemacht, genau, da war ich in Südafrika und in Indien. Und dann habe ich aber entschieden, ich will in Deutschland arbeiten, weil hier kenne ich mich am besten aus. Hier kann ich am besten wirksam sein. Hier kann ich Menschen, die neu sind, auch am besten unterstützen, dass sie sich hier zurechtfinden können. Und ich finde, soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession. Also es geht auch sehr stark darum, dass wir uns für die Rechte der Menschen einsetzen. Genau, und dann war ich erst 4 Jahre in Dachau und habe dort in der Gemeinschaftsunterkunft Asylberatung gemacht. Genau, und wie du schon gesagt hast, seit 10 Jahren bin ich jetzt hier bei Refugio. Und wenn ich nochmal nachfragen darf, warum dann zu Refugio? Ich habe Refugio schon im Studium kennengelernt. Ich hatte dort ein Seminar in Psychologie, da ging es auch um traumatisierte Menschen. Und da habe ich dann so recherchiert, was es alles so gibt und habe befunden, Refugio München. Und das hat sich sehr spannend angehört. Ich war damals sogar ein bisschen traurig, weil ich gesehen habe, da gab es nur 3 oder 4 Sozialarbeiter, die da schon lange gearbeitet haben. Da habe ich gesagt, da wird niemals eine Stelle frei. Und als dann der Kinder-Jugendbereich gegründet wurde und die eine Sozialarbeiterin gesucht haben, habe ich mich sofort beworben. Spannend. Bei dir, Guido, du bist Facharzt, du bist Psychiater und das ist ja jetzt nicht der klassische Weg, dann in einem Behandlungszentrum für geflüchtete Menschen zu arbeiten. Wie kam das bei dir zu dieser besonderen Zielgruppe jetzt auch? Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist jetzt nicht der typische Weg halt für einen Facharzt. Ich war bevor ich angefangen habe, bei Refugio zu arbeiten, war ich in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie viele Jahre, habe da auch als Oberarzt gearbeitet. Und da war ich für den Akutbereich zuständig. Und da hatten wir hauptsächlich auch mit Geflüchteten zu tun. Also Geflüchtete landen weniger auf Therapiestationen, weil da manchmal eben die Sprachbarrieren zu hoch sind oder auch die Anforderungen an Sprachkenntnisse und die oft keinen Zutritt haben zu Therapiestationen. Und die werden meistens eben in Form von krisenstationär behandelt. Da war ich eben auch für verantwortlich und hatte auch ambulant sehr viele Patienten mit Fluchthintergrund. Und die haben mich immer sehr interessiert. Und ich kann mich so an einen Fall erinnern. Es war ein junger afghanischer Mann, ein Jugendlicher, der immer wieder kam ins Krankenhaus. Also der mit dissoziativen Anfällen immer akut reinkam. Das war ganz dramatisch mit 8 Polizisten kamen immer eingeliefert und das war wirklich dramatisch, da auch zuzuschauen und wir konnten ihm ein Stück weit helfen, aber da war so eine Grenze und ich hatte ein unheimliches Bedürfnis, ihm da mehr zu helfen und ich habe dann eine Traumatherapieausbildung begonnen und da habe ich meine jetzigen Arbeitskollegen kennengelernt. Die haben mich quasi mehr oder weniger abgeworben, aber mich hat es einfach interessiert, da weiter oder tiefer einzusteigen in die therapeutische Arbeit. Und damals wurden wir supervidiert von der Barbara Abdallah-Steinkopf, die auch bei Refugio arbeitet. Und es hat mir so gut gefallen. Und ich weiß noch, bei meinem Hospitationstag
Da war ich mal einen Tag dabei, bin mitgelaufen, bevor ich, ja, ich habe mich beworben, war noch nicht ganz sicher und dann habe ich kurz mal mit dem Klienten allein im Zimmer gesessen und da hat er mir erzählt, Refugio ist so toll, alle Menschen sind hier nett, hier fühle ich mich, hier fühle ich, dass die Leute mich verstehen, mir helfen können und das hat mich so überzeugt, dass ich dann auch letztendlich zugesagt habe. Und ein Grund muss ich noch sagen, ein Grund ist auch, sitzt hier auch, da sehen Sie ja Terlinden, ist ja taucht doppelt auf der Name, sicherlich auch eine Prägung durch meine Mutter, weil die als Hebamme sehr viel in Gemeinschaftsunterkünften auch aktiv war und wir waren schon als Kinder auch in Gemeinschaftsunterkünften und ich glaube, da habe ich wenig Berührungsängste einfach auch mit diesen Menschen. Auch sehr spannend, ein ganz anderer Weg, aber eine ähnliche Motivation. Ich habe jetzt mal eine vielleicht dumme Frage am Anfang, aber die höre ich trotzdem immer mal wieder. Kommen denn überhaupt noch so viele Geflüchtete nach München oder nach Deutschland? Die Grenzen sind dicht. Ist da noch ein Bedarf für die Arbeit, die ihr da eigentlich tut? Und ja, sind da viele Menschen? Kann ich anfangen? Oder ja, gerne. Also wenn man sich die Asylbewerberzahlen anschaut, ist das wie ein M. Also Anfang der 90er Jahren sind die Zahlen total hochgegangen. Also da war auch der Krieg in Jugoslawien, die Flüchtlinge aus Bosnien sind gekommen und das war auch der Zeitpunkt, als Refugio gegründet worden sind. Dann gab es ganze Gesetzesänderungen, das Dublin-System wurde eingeführt, also welches Land in Europa ist überhaupt zuständig. Die Zahlen sind sehr gesunken und nur, dass Sie mal eine Zahlen hören, so bei 30.000 waren die 2007, 2008. 2015, 16 wissen Sie selber, die ganzen Syrien-Flüchtlinge, sind die Zahlen sehr hoch gegangen. Und die letzten Zahlen, wir sind bei 150.000. Also wir haben nach wie vor sehr viele Menschen, die nach Deutschland flüchten. Und die Zahlen sind letztes Jahr auch schon wieder gestiegen. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wo die Konflikte sind, Afghanistan, die Machtübernahme der Taliban oder in Jemen, in Eritrea, jetzt in der Ukraine, weiß man nicht, wie sich das alles entwickelt. Also es gibt so viele Krisenherde auf der Welt, dass da leider die Flüchtlingszahlen weltweit gesehen ständig jedes Jahr steigen und halt auch hier nach Deutschland kommen. Und egal, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die Wartelisten bei Refugio waren schon immer und sind nach wie vor immer voll. Das ist auch was ich ständig erlebt habe. Ich habe auch für verschiedene NGOs im Geflüchtetenbereich gearbeitet und immer wieder war so Refugio ganz toll, aber immer volle Wartelisten. Also ja, der Bedarf ist größer als das Angebot, was wir haben. Kann man das so sagen? Birke oder Guido? Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Das ist, fällt uns auch sehr schwer, dass wir da nicht alle nehmen können und dass wir da eben viel mehr Bewerbung haben und dass wir manchmal die Latte sehr hoch hängen müssen, wenn es um Bewerbung oder Anmeldung geht. Wir versuchen da auch wirklich Lösungen zu finden. Wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel einen Fachtag gemacht zum Step Care Behandlung, wo wir auch einfach sagen, man muss auch ein bisschen aufpassen und nicht immer denken, jeder traumatisierte Flüchtling braucht auch eine Therapie. Man muss auch erstmal schauen, ob vielleicht andere Maßnahmen da auch erstmal helfen können. Und das ist auch, das muss man sich wirklich genau auch angucken. Aber wir sehen auf jeden Fall in DAF einen großen Bedarf, vor allen Dingen auch in ländlichen Gebieten oder anderen Kleinstädten hier in Bayern, wo manchmal gar kein Angebot ist. Und wir haben Klienten, die haben einen Fahrtweg von 2 Stunden. Und zum Glück gibt es jetzt Videotherapie, wo wir auch mal mehr mit einsteigen, dass wir auch solche Klienten erreichen. Ich würde jetzt noch gerne mehr verstehen, wie eure Arbeit aussieht und wer eigentlich die Menschen sind, die so zu euch kommen. Also ihr seid ja im Fachbereich Kinder und Jugendliche. Was für eine Altersgruppe ist das dann eigentlich, die zu euch kommt? Und was sind das für Menschen? Ich fange mal einfach wieder an. Genau, es sind Kinder und Jugendliche, also im Alter zwischen 0 bis 21. Und es sind Kinder und Jugendliche aus Familien, also die mit ihrer Familie geflüchtet sind nach Deutschland. Und es sind auch Kinder und Jugendliche, die allein nach Deutschland geflüchtet sind. Also die nennt man UMF, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Genau, ich hab in der Statistik nachgeschaut. Wir hatten letztes Jahr Klientinnen aus 35 verschiedenen Ländern hier bei Refugio. Und man muss aber auch sagen, dass mehr als die Hälfte unserer Klientinnen aus Afghanistan kommen. Und es kommt einfach daher, dass in Afghanistan ja schon seit über 40 Jahren kriegseigentlicher Zustand ist und die Menschen einfach von Kindheit an, sobald sie geboren sind, einfach im kriegseigentlichen Zustand aufwachsen und da auch oft mehrfach traumatisiert sind, also ganz schlimme Sachen erlebt haben.
Genau, und die sind dann, und generell ist es so, dass die Menschen, die zu uns kommen, die haben schlimme Sachen erlebt, entweder im Herkunftsland oder auch auf der Flucht oder dann auch zum Teil auch hier in Deutschland und haben dadurch psychische Erkrankungen entwickelt. Guido, wenn ich mir das vorstelle, eine Flucht, so ein Migrationsprozess und jetzt wirklich auch Flucht und Verfolgung sind schon für Erwachsene schwer traumatisierend und kaum auszuhalten, können ein Leben wirklich nachhaltig prägen. Wie ist das für Kinder und Jugendliche? Wie gehen die damit um? Ich muss jetzt gerade dran denken an unser neues Projekt, das heißt Soul Care, und da geht es darum, dass wir ein Früherkennungsprojekt da etablieren möchten, was relativ früh psychisch erkrankte Geflüchtete, auch Kinder und Jugendliche, identifiziert. Und da haben wir Büros bekommen in einer Kurzaufnahmestelle, also da, wo die Menschen gerade eben nach Deutschland gekommen sind ganz frisch da. Und da berichten die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz aktuell, ganz frisch von ihren Erlebnissen von der Flucht. Und das ist schon sehr, also es ist wirklich einfach sehr krass, was die so erzählen. Gerade auch so hier, was sie innereuropäischen Grenzen so erleben. Weil oft ist das Thema Gewalt kommt vor. Diese Unsicherheit, Kinder spielen auch Flucht oder Krieg. Und sind auf jeden Fall Kinder, die sehr, sehr haltlos sind und sehr einen starken Bedarf an Sicherheit brauchen. Und also auf jeden Fall ist es sehr, sehr prägend und hat, ja, ist auf jeden Fall etwas, was man bei ganz vielen Kindern auch feststellen kann. Herr Birke, du hast eben ja auch die sogenannten UMFs angesprochen, also wirklich Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Wie sieht es bei denen aus? Das muss ja auch, also ich stelle es mir total krass vor, ohne Eltern wirklich noch als Minderjähriger da zu reisen. Das ist ja auch was passiert da auf der Flucht? Wie gehen die damit um? Wie erlebst du das? Also es ist sehr selten, dass die Jugendliche selber entscheiden, loszugehen. Also die werden meistens geschickt dann von dem Vater oder vom Onkel, meistens von einer männlichen Person. Zum Beispiel jemand, der sagt, wir haben viele Jugendliche, die von den Taliban rekrutiert werden sollen. Und sobald die halt nicht mehr als Kinder gelten, sondern als junge Erwachsene, steigt die Gefahr extrem, dass sie rekrutiert werden. Und dann sagen die Eltern, wir müssen dich jetzt in Sicherheit bringen. Und die Flucht ist sehr, sehr schwer. Also angefangen von Schleppern, die Leute einsperren und Geld erpressen von der Familie oder auch natürlich von der Polizei, dass sie im Gefängnis landen. Also fast alle unsere Jugendlichen haben Gefängniserfahrung hinter sich. Die meisten Klientinnen können nicht schwimmen und müssen aber übers Meer und geraten dann in Sturm, sehen, wie andere Boote untergehen oder sind selber in Lebensgefahr oder fühlen sich in Lebensgefahr, haben da ganz dramatische Erfahrungen. Oder wir hatten jetzt heute Morgen ein Erstgespräch mit einem Jugendlichen, der hat sich im Container versteckt und wusste nicht, ob er da ersticken wird oder ob er lebend da wieder rauskommt. Also das sind schon extrem schlimme Erfahrungen. Und dann kommen die Jugendlichen hier an beruhigen sich erstmal und merken dann plötzlich, oder was heißt plötzlich, oder nehmen das dann so wahr, ich bin jetzt lange weg von meiner Familie und werde ich die jemals wiedersehen? Und wann werde ich die jemals wiedersehen? Und Familie hat einfach einen ganz anderen Stellenwert. Also ich erinnere mich an einen Jugendlichen, das war echt so ein, ich sag mal so ein Halbstarker, der ist immer ins Fitnessstudio gegangen und hatte eine dicke Goldkette um. Und dann hat er einmal gezeigt, er hat eine Tätowierung auf der Brust, da stand Mama. Also ich sage immer, um das Leuten deutlich zu machen, so ein bisschen italienische Mentalität, die Mama ist in afghanischen Familien die wichtigste Person. Und ich habe einen anderen Klienten, dem ging es jetzt 3 Jahre so schlecht, weil seine Mutter krank ist. Und er sagte, ich muss meine Mutter sehen, bevor sie stirbt. Und ich ertrage es nicht, wenn ich sie nicht mehr sehen kann. Und dann wieder, wenn wir hier Jugendliche haben, wo die Eltern tatsächlich gestorben sind oder die Familie gestorben ist, das ist richtig bitter. Also da geht es dann wirklich um essentielle Fragen. Was ist überhaupt mein Sinn hier im Leben? Weil eigentlich bin ich doch auf der Welt, um meinen Eltern zu dienen und sie zu unterstützen und meiner Familie.
Und jetzt bin ich hier ganz allein auf der Welt. Und wie macht das Leben so überhaupt noch Sinn? Genau. Das eine, was du ansprichst jetzt, ist die familiäre Beziehung, die natürlich wirklich total leidet und dass die Leute sicherlich sehr stark beeinflusst und auch emotional irgendwie packt. Und das andere, du als Sozialpädagogin jetzt, hast sicherlich auch diesen ganzen Bildungsaspekt im Kopf, oder? Wie ist es, wenn man 1,5 Jahre oder so auf der Flucht ist? Also haben die dann überhaupt noch eine Chance, da Fuß zu fassen, jetzt auch im Bildungssystem, in der neuen Sprache, im neuen Umfeld? Wie erlebst du das, Birke? Unterschiedlich. Also wir haben, also viele Jugendliche, muss man sagen, sind super fit. Es liegt natürlich auch daran, dass wenn man diese Flucht überhaupt schaffen will und kann, muss man richtig fit sein. Man muss ehrgeizig sein und sich da durchkämpfen und durchbeißen. Und das erleben wir dann hier auch in Deutschland, dass die, also richtig schlaue Leute, sogar Leute, die wenig Schulbildung mitbringen, wie die innerhalb von 1,5 Jahren so gut Deutsch lernen. Also die machen normalerweise 1 Jahr Deutschkurs, dann gehen die in eine Berufsintegrationsklasse, die machen dann innerhalb von 2 Jahren ihren Schulabschluss. Das ist unglaublich, das mitzukriegen. Und dann haben wir aber auch Leute, die sich schwer tun, wo es darum geht, ja, was für einen Förderbedarf haben die. Und das merken wir immer daran, wenn die schlecht Deutsch lernen. Genau, das gibt es auch. Aber die anderen sind in der Mehrzahl. Genau. Guido, wenn Kinder, Jugendliche oder auch Eltern zu dir, zu euch kommen, jetzt in den Fachbereich, was brauchen die dann erstmal besonders? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die bei euch ankommen, jetzt in einem Erstgespräch, was sind so die Themen, die die dann mitbringen? Oh, das sind sehr viele Themen. Also wenn du fragst, was brauchen die eigentlich, das ist erstmal Verständnis. Da sind unsere Dolmetscher wirklich ganz, ganz wichtig. Und da haben wir zum Glück wirklich Profis, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Schöne ist halt, wir haben immer wieder die gleichen Dolmetscher. Das heißt, die Familien, die Kinder und Jugendlichen müssen sich nicht mal an einen anderen Dolmetscher gewöhnen, sondern das bleibt dann auch in dem Fall dann der gleiche Dolmetscher. Und das sind nicht nur Sprachvermittler, sondern auch Kulturvermittler. Und dadurch entsteht auch so ein Gefühl von mehr Verständnis und und auch Probleme nochmal genau verstehen, die da so bestehen und vielleicht irgendwie außerhalb von Refugien nicht so richtig besprochen werden können. Sie brauchen erstmal auch viel Vertrauen und das Gefühl, da kümmert sich jemand um die Probleme und gibt ihnen auch Hoffnung. Also für mich ist immer ganz wichtig, denn auch mitzugeben, also wenn das ein Fall ist, der in die Therapie passt, denen zu sagen, du bist nicht verrückt. Und das, was du an Problemen hast, sind erstmal ganz, ganz normale Reaktionen auf schlimme Ereignisse und wir können da was tun, wir können dir helfen. Und da sehe ich manchmal so die großen Augen und einfach so auch so ein bisschen auch Entlastung einfach, dass sich dieser Zustand sich verändern kann. Sind die Kinder, kriegen die dann auch in der Regel stark wahrscheinlich mit, wie es den Eltern geht, oder? Oder also... Ja. Nehmen die Kinder häufig eigentlich die Probleme, die die Eltern da so abgekriegt haben in den letzten Jahren? Ja, definitiv. Also es ist, ist meistens so auch die Meinung, die kriegen ja nichts mit. Aber da kriegt ja eigentlich schon ein kleines Baby alles mit. Selbst im Mutterleib kriegt das weiß man mittlerweile, kriegen die Kinder das mit, dass die Mutter zum Beispiel stark unter Stress steht. Wenn sie einfach noch nicht die Sprache gelernt haben, dann ist es für die manchmal ganz schön schwierig, damit umzugehen. Also die reagieren ja wirklich ganz stark mit so Regulationsstörungen, Schreien oder Fütterstörungen. Und dann die Kinder, die etwas älter sind, die kriegen es ja bewusster dann schon mit. Und gerade so im Grundschulalter haben wir viele Kinder, die sehr viel verheimlichen dann auch an eigenen Problemen. Ich habe Kinder, wo die Eltern sagen, ihr schläft immer. Und das Kind sagt, ich wache jede Nacht auf und habe Angst. Und dann meine ich, deine Mama weiß es ja gar nicht. Und dann sagt das Kind, ja, ich will nicht, dass die noch trauriger wird. Also die Kinder versuchen ganz stark, ihre Eltern zu entlasten. Und darum ist es für mich manchmal hilfreicher, von den Kindern direkt, ohne die Eltern zu hören, was sie belastet oder was die Probleme sind, als von den Eltern. Und wie gehst du dann damit um? Was machst du dann konkret? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du da jetzt einem 10-jährigen oder 15-jährigen Mädchen oder Jungen gegenüber sitzt, wie gehst du daran?
Ja, also da muss man natürlich immer schauen, auf welchem Entwicklungsstand ist das Kind oder der Jugendliche, und dementsprechend muss man das ein bisschen anpassen. Und natürlich kann ich mit einem 4-jährigen Kind nicht so arbeiten wie mit einem 7-, 8-jährigen oder wie mit einem 16-jährigen. Und auch der Einbezug von Bezugspersonen oder Eltern halt, der ist eben nochmal anders. Also je älter die sind, desto weniger Einbezug ist es halt der Eltern oder Bezugspersonen. Und je jünger die sind, ist die Einbeziehung der Eltern dann stärker. Aber wir arbeiten auch direkt mit den Kindern, also auch wenn die klein sind. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern eine 7-Jährige gehabt, wo wir sehr viel auch mit Narrativen arbeiten. Das heißt also, wir versuchen die traumatischen Geschichten, die wir vorher alleine mit den Eltern besprochen haben, versuchen in gewisse Geschichten umzuwandeln und das Kind gewisserweise auch damit zu konfrontieren. Und das war sehr beeindruckend, weil das Kind sofort geschnallt hat, worum es ging. Und man konnte auch sehen, dass es auch nochmal belastend für das Kind ist. Aber man hat eben in der Therapieforschung auch festgestellt, dass gerade die konfrontativen Verfahren einfach die sind, die am meisten bringen. Also die Kinder hören dann auf mit Schlafstörungen, Einnässen, mit emotionalen Problemen und haben da einfach so den besten Effekt dann. Entschuldigung, wollte es noch sagen. Ja, nee, und dann das Malen ist uns auch ganz wichtig. Also das Malen und auch sozusagen das Ausdrücken von Innerem, weil also es gibt ja viele Kinder, die erleben viele schlimme Sachen, die brauchen aber keine Therapie, die finden da irgendeinen Weg mit umzugehen. Und unsere Patienten haben auch oft das Problem, dass sie mit Gefühlen nicht so gut umgehen können. Also entweder werden die massiv unterdrückt oder werden gar nicht richtig erkannt und dann werden so komische Wege gefunden, damit umzugehen. Und die müssen ja erstmal lernen, Gefühle zu erkennen, einen anderen Umgang damit zu finden. Und das müssen wir manchmal auch über Malen anregen, indem sie das, was gerade so kommt oder so, dass sie das zu Papier bringen. Und das ist spannend, was ein 4-jähriges Kind alles so malt. Ich meine, das sind natürlich dann sehr, 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 sehr wilde Bilder manchmal, aber die drücken was aus. Ja, Was drücken die aus? also wenn ein 4-jähriges Kind die ganze Zeit von schwarzen Männern berichtet und die hinmalt und die auch wirklich, man sieht da irgendwie, das ist nicht gut, dann weiß man, okay, das Kind darf das Kind malen und dann wird überlegt, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir vielleicht die Idee, wir werden jetzt das zusammenknütteln und wir haben so einen Tresor und dann sperren wir es ein. Und ich habe dann vereinbart mit dem Jungen, dass er jedes Mal, wenn er so ein Trauma hat, das Bild malt und es mitbringt zur Therapie und dann werden wir das wieder in den Tresor stecken. Und da denkt er dran. Also der kommt zur Therapie und sagt, ich habe ein Bild gemalt. Und das ist hilfreich für solche Kinder. Also einfach so diese Vorstellung, ich kann da was mitmachen. Ich bleibe da nicht alleine mit, sondern ich kann das irgendwie zum Ausdruck bringen und da passiert dann was mit. Und es gibt irgendwie so, das ist natürlich auch ja, so eine Vorstellungssache, aber ich kann mir vorstellen, ich kann das irgendwo hinpacken. Und das ist hilfreich für Kinder entlastend. Und sie fühlen sich extrem ernst genommen. Und du hast eben die Dolmetscher und Dolmetscherinnen angesprochen. Das heißt, jetzt auch wenn du zum Beispiel mit einem 7-jährigen Kind ein Bild malst, oder das Kind das Bild malt, sitzt da hin und wieder auch ein Dolmetscher daneben und muss das erstmal alles übersetzen, weil du das eigentlich sonst nicht, ja, Ja, nicht richtig, verständigst. richtig. Also das da muss man ein eingespieltes Team sein. Also das geht nicht so ohne weiteres. Also da bin ich auch froh, dass die Dolmetscher mich kennen und ich wiederum die Dolmetscher. Und da haben sich dann auch so, sage ich mal, gewisse Teams entwickelt. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit einer Frau zusammen, die dann eben Farsi, Dari und Pashto dann halt übersetzt. Und die ich auch manchmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund lasse, wenn ich merke, da braucht es jetzt eher so einen mütterlichen Anteil vielleicht. Und die hat einfach die Begabung, dass sie fast simultan übersetzt. Ne? Also gerade je kleiner die sind, desto schneller sind sie auch mal verwirrt. Ah, da spricht jemand und dann spricht die wieder. Und die kann das fast simultan dann eben machen. Und natürlich auch nicht so viel Sprache, da darf man jetzt nicht so viel erzählen, aber gezielte Sprache, die man einsetzt. Und dann funktioniert das wunderbar. Also ich erlebe das nicht als störend. Und es ist eher eine Bereicherung, finde ich, weil dann gibt es meistens dann nochmal zum Abschluss ein UNO-Spiel und es ist einfach schöner, wenn man zu dritt ist. Vielen Dank, Guido, schon mal bis hierhin. Birke, wir haben ja schon ein kurzes Vorgespräch gehabt und da hast du mir gesagt, auf die Frage, was brauchen Kinder, Jugendliche und Familien, die zu euch kommen, erstmal besonders, da hast du gesagt, erstmal brauchen die eine Möglichkeit und einen Ort, sich selbst einen Milchreis kochen zu können und eine saubere eigene Toilette. Kannst du uns das erklären?
Ja, das hat zwar der Guido gesagt, aber da hatte er vollkommen recht. ja, eine Kollegin von mir, die sagte, die braucht, dass Kinder und Jugendliche, die geflüchtet sind, brauchen im Prinzip nichts anderes als alle Kinder und Jugendliche. Ja, die brauchen einen Ort, wo sie sich wohlfühlen, wo sich jemand um sie kümmert. Und ja, und das Asylsystem in Deutschland ist halt leider so, dass die Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft leben müssen. Also selbst wenn die hier Verwandtschaft haben, haben die keine Wahl. Und diese Asylbewerberunterkünfte kennen sie bestimmt alle. Also wenn sie Interesse an Refugium haben, haben sie bestimmt alle schon mal eine Unterkunft gesehen. Das sind ja wirklich manchmal Container oder mit Wellblechdach. Und es sind dann 4 Bettzimmer mit durchhängenden Matratzen. Und es sind 20, 25 Leute, die die Küche und die Waschräume gemeinsam verwenden. Und der hygienische Zustand lässt leider oft zu wünschen übrig. Und es ist sehr schwer, also für Kinder besonders. Also zum Beispiel in Bayern hat er das System der Ankerzentren eingeführt. Und der größte Nachteil in meinen Augen ist, dass man in den Ankerzentren nicht selber kochen kann. Das heißt, die kriegen da Kantinenessen, Mensaessen. Also wenn Sie jetzt nach Indien gehen würden in eine Kantine, dann kriegen Sie jeden Morgen Curry. Und wenn es Ihnen nicht gut geht und Sie Heimweh haben und es Ihnen schlecht geht und Sie müssen jeden Tag, jeden Morgen, Mittag, Abend immer nur scharfes Curry essen, dann können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie es den Flüchtlingen hier geht. Und bei den Kindern ist es echt schwer, weil die Eltern sagen, die Kinder essen das nicht. Und versuchen dann im Supermarkt Toastbrot zu kaufen oder irgendwas, weil sie nicht viel Geld haben und nicht kochen können. Also nur Trockenzeug. Und das ist schwer auszuhalten. Und auch, wir versuchen immer, unseren Klientinnen Mut zu machen und Hoffnung zu machen, aber manchmal ist es da auch sehr schwer zu gucken, was geht, weil die Regeln und das System einfach so streng ist. Aber Guido, du hattest auch so einen Fall mit diesem einen Mädchen, vielleicht magst du das noch schildern. Ja, genau. Also das war dann... Das war dann so, dass das Kind, diese Familie dann aus dem Ankerzentrum dann in eine Gemeinschaftsunterkunft gekommen ist und da hat dann eben die 6-Jährige gesagt, ich habe sie dann gefragt, was ist denn jetzt anders oder gibt es etwas, was dir gefällt oder besser ist? Und dann hat sie gesagt, ja, die Mama kann jetzt wieder Milchreis machen. Und das hat mich sehr beeindruckt, einfach sozusagen dieses, also da hat sie wirklich, hat man gemerkt, das ist jetzt was ganz Wichtiges und was ganz Besonderes, dass sie wieder diesen Milchreis kriegt. Also von daher glaube ich, das hat ja, sollte man nicht unterschätzen. Und das mit den sauberen Toiletten, ja, ich habe ja nicht selten Kinder auch, die unter Einnässen leiden. Und das sind manchmal Kinder, die sind 12, 13, 14 Jahre alt. Und da gibt es manchmal wirklich so ganz gravierende Fälle mit täglichem Einnässen. Und das ist einfach, dieses Mädchen erzählt mir jedes Mal unter Tränen, dass diese, muss ich jetzt einfach mal sagen, diese Toilette immer beschissen ist. Und die kann dann einfach nicht mehr halten. Also da kommt dann, sage ich mal, zu diesem Zustand noch ein medizinisches Problem. Und die macht täglich in die Hose. Und die Familie würde sich da einfach wünschen, dass sie dann eine eigene Toilette haben. Aber die anderen Familien haben jetzt angefangen, in Eimern zu machen. Die schütten das dann immer in die Gemeinschaftsklos rein. Und das macht diese Familie einfach nicht. Die sagt, das können wir einfach nicht. Und ja, das sind so Umstände in Gemeinschaftsunterkünften, die dann für Kinder sehr, sehr belastend sind. Ja. Da kommen wir auch an Grenzen der Therapie, muss ich sagen. Also da muss dann auch irgendwie eine Kooperation passieren oder dass man auch zum Beispiel Stellungnahmen ernst nimmt, damit wir da auch weiterkommen. Ansonsten haben wir da auch Grenzen in der Behandlung. Birke, ist das dann eine Stelle, an der du übernimmst quasi jetzt, wenn es über die Therapie hinausgeht und du als Sozialpädagogin, ich stelle mir das so vor, dass du ganz viel managst, so an vielleicht auch irgendwie an Wohnungssuche schon parallel oder Arzttermin noch anderweitig oder was übernimmst du alles? Wie kannst du da noch unterstützen? Ja, das sind vielfältige Sachen. Also Unterbringung ist schon auch eine Sache, aber da sind starke Grenzen gesetzt. Also man muss da schon sehr gut argumentieren und wirklich Atteste vorlegen, dass jemand verlegt wird oder auch ein Einzelzimmer kriegen kann. Unsere Hauptaufgabe ist eher auch das Asylverfahren zu begleiten, weil diese Menschen, die traumatisiert sind, das, was die am meisten brauchen, ist ein Gefühl der Sicherheit. Dass sie sagen, ich kann jetzt hier bleiben. Und die Asylverfahren dauern manchmal 2, 3, 4, 5 Jahre. Und die haben immer das Gefühl, kann ich überhaupt hier bleiben? Oder kommt heute Nacht die Polizei und holt mich hier raus?
Und manchmal haben wir Klienten, die im Vorfeld der Anhörung, vor dem Interview schon bei uns sind und dann versuchen, und das ist gerade für Leute, die schlimme Sachen erlebt haben, die sind gezwungen, im Detail zu erzählen, was die erlebt haben. Das verlangt die Asylbehörde hier in Deutschland. Und es ist sehr schwer. Und wir Sozialarbeiter versuchen, die da auch vorzubereiten. Und wir hatten zum Beispiel einen Jugendlichen aus Afghanistan, der wurde immer wieder entführt und musste als Tanzjunge arbeiten für einen Warlord. Und dann erzählt er seine Geschichte und wurde da auch sexuell missbraucht und so weiter. Und er sagt, da sind wir hingefahren, wir wurden dann da hingefahren zu diesem Haus. Und dann sage ich, ja, wie sah denn das aus? Ja, ganz normal. Dann habe ich gesagt, ganz normal verstehen die Anhörer nicht, weil die kennen Afghanistan nicht, die waren dort noch nicht dort. Erklär bitte ganz genau, das war ein großes Haus, es gab einen Innenhof, da waren mehrere Außenräume. Dann habe ich gesagt, ja, die Leute, die dich abgeholt haben, wie sahen die aus, wie viele waren das? Ja, es waren 3-4 Leute. Hatten die Waffen dabei? Ja, die hatten Waffen dabei. Ich habe gesagt, ja, das ist wichtig, dass du das sagst. Für ihn ist es normal. Wichtige Leute in Afghanistan werden immer mit Security durch die Gegend. Die haben alle Gewehre in der Hand. Aber ein Bundesamtmitarbeiter muss das hören, um mitzukriegen, in welcher Situation der das erlebt hat. Und dass er da nicht einfach wegrennen konnte, weil er wäre sonst erschossen worden. Genau, also das ist unsere, also das finde ich, ist eigentlich mit unsere wichtigste Aufgabe. Und dass wir da auch im Asylverfahren dann auch werden Atteste geschrieben von den Therapeuten und von den Ärztinnen. Und da gucken wir auch, dass wir die dann halt im Asylverfahren mit einbringen, dass halt auch die Gesundheit auch mit berücksichtigt wird im Asylverfahren. Guido, wenn ich mir das vorstelle, die Jugendlichen müssen dann in dieser Anhörung ja eigentlich wieder in die Themen reingehen, die sie traumatisieren oder zumindest sehr, sehr stark belasten. Ist das nicht eigentlich eine große Gefahr? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr belastend. Ich habe auch tatsächlich Patienten erlebt, die danach erstmal eine schlechte Phase hatten und die da wirklich auch aufgefangen werden mussten, weil das natürlich unheimlich so aktiviert auch und vielleicht nochmal Details wieder an die Oberfläche kommen, die schon wieder gut verdrängt waren. Und auf der anderen Seite, so ist das System. Wir versuchen, die so gut wie möglich da zu stützen und durchzubringen. Und wir können einfach da ja nichts dran ändern. Und je besser die davon erzählen können, desto eher kann es ja auch verstanden werden. Die haben dann einfach bessere Chancen, dann auch so verstanden zu werden. Ja, es ist wirklich eine Bedrohung oder es ist einfach ein Dilemma, finde ich. Weil es auch manchmal so für die Therapie oder den therapeutischen Prozess so schwierig ist. Ich habe jetzt einen Fall, wo ich das Gefühl habe, dass seit diesem Interview ist da so ein Bruch reingekommen. Weil die dann auch, weil es kommt dann nicht immer unbedingt zum richtigen Zeitpunkt. Man kann da jetzt nicht sagen, der ist noch nicht so weit. Also es kommt dann relativ früh und ich habe so das Gefühl, er wird da einfach überfordert und jetzt macht er dicht. Und das ist dann halt natürlich schade für ihn dann persönlich, aber es sind Dinge, die wir auch nicht so ohne weiteres natürlich ändern können. Wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, ich kündige das schon mal an, dass Sie auch noch Ihre Fragen stellen. Ich würde eine letzte Frage noch stellen und Sie können schon mal überlegen, ob Sie eine Frage an Birke oder den Guido haben. Meine Frage war, weil ihr jetzt ja auch schon auf die Grenzen eurer Arbeit und vielleicht auch manchmal Frustrationen hingewiesen habt, die einfach entstehen, weil euch Grenzen von außen vielleicht auch gesetzt werden. Wie geht ihr damit um in eurer Arbeit, Guido? Wie machst du das, wenn du da nicht weiterkommst? Also das ist ja auch, das sind sehr belastende Themen, oder? Also mit den belastenden Themen, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt, also dass wir damit umgehen können. Weil es ist tatsächlich auch so, wir sind Fachleute für dieses Gebiet und können auch mit sehr schwierigen Geschichten umgehen. Wir haben Supervision, Intervision, wir haben ein fittes Team, wir können innerhalb des Teams uns gut austauschen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, sodass man das auch also gut aushalten kann mit diesen Geschichten. Auch gerade, ich fand jetzt sehr belastend, auch die Afghanistan-Krise. Man hat ja in Anführungsstrichen dank der sozialen Medien das live mitbekommen können, wie jetzt, oder bekommen noch mit, wie Familie jetzt letztendlich unter Hunger leidet oder Gewalt und so weiter. Also das ist dann schrecklich mitzuerleben, wenn Patienten bei uns hier in Deutschland sind und die Familie ist noch da und die erleben gerade vielleicht das, was die
Patienten erlebt haben. Das ist dann extrem schwierig, aber ich glaube, dafür sind wir Fachleute oder eine Fachstelle und gehen damit um. Ich finde es frustrierend, finde ich, manchmal so Unverständnis von Behörden, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Kosten zu übernehmen von Behandlungen. Also wir können ja nicht umsonst arbeiten. Wir sind froh für die ganzen Spenden, die kommen. Auch, dass die Stadt München diesen Wert halt dieser Einrichtung sieht. Aber es gibt einfach auch, je weiter man von München wegkommt, da auch manchmal sehr viel Unverständnis. Und da habe ich wirklich schon wirklich ganz schreckliche Diskussionen führen müssen mit Leuten aus dem medizinischen Dienst, die Behandlung ablehnen von suizidalen Patienten, die sagen, ja, der muss halt erst einen Suizidversuch machen und wird dann krisenmäßig behandelt, aber Therapie bezahlen wir nicht. Und das ist einfach, also da bin ich wirklich, da werde ich wirklich wütend dann auch, dass für solche Leute das nicht ermöglicht wird. Hätte noch ergänzt? Oder ist es das eigentlich? Nee, ich kann das alles unterstreichen. Also mir geht es genauso, dass ich die Geschichten der Menschen, die zu uns kommen, darauf sind wir eingestellt, damit rechnen wir, sonst kämen die auch gar nicht zu uns. Und da, wie Guido schon gesagt hat, da haben wir ein wahnsinniges stützendes Team. Und wenn wir an einer Stelle nicht weiterkommen, dann holen wir eine andere Fachkraft mit rein und sagen, kann ich mich kurz mit dir beratschlagen? Und dann trägt man die Last auf 4 Schultern statt nur auf 2 und auch die Verantwortung letztendlich. Genau, aber mir geht es wie Guido. Wenn die Bürokratie, wenn Sachbearbeiter da Entscheidungen treffen oder uneinsichtig sind, das sind Sachen, die wirklich frustrierend sind.